Hallo Leute, hier ist der Fahrer. Willkommen wieder zu einem kleinen Video, was ich endlich mal wieder geschafft habe. Aus Zeitgründen ging es ein bisschen schlecht, aber wir haben den nächsten Kampf gegen Domination. Ja, der andere liegt ja schon ein bisschen Wochen zurück, aber von daher bin ich jetzt mal richtig gespannt, was passieren wird. Also wir haben uns richtig gut vorbereitet, definitiv, ja. Aber von daher, und die Kämpfe sehen ja schon richtig gut aus, ja, also der Anfang sieht doch schon mal nicht schlecht aus, nur diesmal funktioniert das nicht mit dem Pilz. Katapult hier, was Domination gemacht hat, und vielleicht haben sie es auch mit wieder gefüllt. Also ich gebe es zu, wir haben es vorsichtshalber auch wieder gefüllt, damit wir gewinnen. Und ich denke mal, Domination hat es auch gemacht. Also wir liegen eigentlich ganz gut, würde ich jetzt erstmal meinen. Und ich bin aber, naja, ich denke auch, dass wir diesen Gildenkampf wieder gewinnen werden. Da sich, wie ich es vorhin sehen konnte, drei Leute noch nicht gemeldet hatten bei Domination, aber ganz sicher alles ändern. Vielleicht haben sie es doch noch hingekriegt. Ah, hier ist der erste. Oh, und gleich der Katapult. Von daher, also hier ist der zweite, der sich nicht mit gemeldet hat. Das ist natürlich blöd, wenn sich die Leute nicht gleich mit zum Gildenkampf melden. Aber naja, sowas kommt vor. Vielleicht sind es auch wieder Neulinge. Tu nicht jedes Mal prüfen, wem Domination neu hat und so, genauso wie bei uns in der Gilde. Ist mir zu viel, das sind mir zu viele Namen, von daher habe ich auch nicht jedes Mal Lust hier zu gucken, wer ist neu, wer nicht. Irgendwann werde ich das schon mitkriegen, welche neue Leute wir haben. Klingt zwar jetzt ein bisschen blöd, aber naja, egal. So, naja, wie gesagt, es sieht eigentlich ganz spannend aus. Also momentan haben wir als einziges die Pilzkatapult-Aktion. Oh, das hängt. Nee, doch nicht gut. So, was ging's? Wir haben den 13. Rate haben wir jetzt auch endlich geschafft. Also können wir uns wieder über 2% Bonus mehr freuen. Also, und wir tun richtig durchstarten momentan. Und sind damit die erste Gilde, die den 13. Rate schon hat. Und am Wochenende wird es wahrscheinlich schon wieder den nächsten Rate geben, da ja Gold-Event ist. Ja, also wenn ihr, wie gesagt, ein Gold-Event ist am Wochenende. Aber von daher könnt ihr euch das schon mal vorprogrammieren. Können wir wieder skillen und denke ich mal, da werden wir ja den zwei Raids hintereinander machen, wenn es gut laufen sollte. Also beziehungsweise können wir skillen und die Gildenkasse voll machen und da können wir die nächsten Kämpfe anfangen. Beziehungsweise die Kämpfe gilden und so weiter fortsetzen. So, es sieht eigentlich momentan richtig gut aus. Ja, es zieht sich jetzt schon in die Länge, der ganze Kampf. Aber wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Aber von daher. So. Naja, nebenbei ein bisschen mein kleiner Hund, aber tja. Sowas hat man eben, ne, wenn man Haustier hat. Man hat Verpflichtung, aber von daher, Meinungsfreiheit ist hier willkommen bei mir. Ja, also ich bin kein Mensch, der hier sagen wird, du darfst nicht. Aber von daher, ein bisschen Spaß im Leben muss auch sein, ein bisschen Action hier. Also tut mein Hund ein bisschen mitreden hier im Video. Tut uns anfeuern. Ja, los geht's. Nein. So, ich geht eigentlich ineinander weg jetzt hier. Ich werde mal ein bisschen vorklicken, weil ich habe mal richtig Lust zu sehen, wie ich die Leute wegbäme. Ja, richtig wegbäme. Zack. Wird bestimmt 5 Leute schaffen. Nein, war Spaß. Wenn ich einen schaffe, bin ich gut. Momentan vom Level her liege ich weit, weit hinten von den anderen. Das liegt aber daran, dass ich jetzt momentan auch keine richtige Lust habe, jetzt hier die Pilze rauszuballern. Da ich im Moment dann ein bisschen entspannt spielen will, weil ich finde es lustig, wenn man noch ein paar Dungeons hat, tut man immer skillen, dass man das irgendwann mal durch gut Glück das mal schaffen kann und nicht durch die ganzen Pilze. Ja, durch Pilze levelt man schneller, dies und das und jenes ist schon richtig, aber ja, der Spielspaß hört dann irgendwann auf, weil man nur noch leveln muss, beziehungsweise dann nichts mehr hat. Dungeons, die werden dann nicht fallen, dauert dann länger und da habe ich auch keine Lust drauf. Also von daher tue ich jetzt mich so skillen, dass ich den nächsten Dungeon schaffen tue.
Und dann sehe ich weiter. Vielleicht komme ich dann mal wieder auf die Lust und Laune, ein paar Pilze rauszuballern. Das werdet ihr aber ganz bestimmt sehen, wenn ich wieder ganz gute Laune habe und hintereinander hier die ganzen Dungeons legen tue. Oder beziehungsweise mich mal neu einkleiden werde. Das ist, was ich dringend mal machen müsste. Mache ich wahrscheinlich beim nächsten Epic-Event mal, mich mal neu einkleiden. Ja, muss immer sein und man muss sich immer was gönnen. Ab 150 gibt es ja die neuen Epics, wo man dann wieder auf die Jagd gehen kann. Das wisst ihr zwar, aber ich sag's trotzdem mal, ne? Ab 150 kommen dann die nächsten Epics. Ich brauche nur für den Krieger, brauche ich jetzt noch das 100er Epics und das ist ja richtig schlimm. Ja, mit dem Krieger, das dauert ja richtig lange, bis du da ein bisschen was hast, ja, dass du musst du wirklich richtig hoffen, dass du hier dass die Krieger, die hier auf dem Server sind, das Epic haben im Inventar. So Leute, ich werde mal ein bisschen vorblättern, weil ich unbedingt noch meine Wenigkeit sehen möchte. Also wie gesagt, oh, ja, die haben es doch gemacht, die haben es doch gemacht. Da kommt aber richtig spät, also haben die richtig viel Glück diesmal mit dem Pilz. Katapult, dass es uns richtig spät treffen tut. Aber so wie es momentan aussieht, ja, also wir werden das in 100 Pro schaffen. Oder es passiert jetzt noch was ultra geniales, dass Domination uns schafft, aber ich glaube, oh, ja, also da kommt jetzt so richtig spät das Katapult. Und das ist natürlich jetzt blöd, dass unsere guten Leute jetzt wegkatapultiert werden durch das Pilz. Katapult, aber das nützt trotzdem alles nichts. Ja, wie gesagt, Leute, ich tue jetzt ein bisschen vorblättern. Wir immer sehen ja, wie sich die Leute ganz schön schlagen. Also, ja, also definitiv hier der nächste Zack. Also, es läuft, Leute, es läuft für uns. Und ich denke mal, Fast Forward wird weiterhin erstmal ein bisschen den Server 31 hier dominieren. Vor allem Fast Forward, ja, ich habe jetzt, wo ich Autobahn gefahren bin, habe ich jetzt endlich mal einen LKW gesehen mit Pferd und mit der Aufschrift, ja, Fast Forward. Also wenn ihr ihn seht, ja, ist unser Werbung für uns, fehlt leider nur unten Shakes and Fidget, Server 31, meldet euch. Ja, das wäre, es ist richtig lustig, ja, also es wäre nice, wenn noch Leute zu uns kommen möchten. Es war sie mir voll, aber hey. Irgendwann haben wir auch schon wieder Inaktive. Aber egal. Ich sollte ja ein bisschen Werbung für unsere Gilde machen und das mit der Autobahn, das ist richtig cool, ja. Also der LKW, was da richtig cool ist und das ist für eine Gilde nicht immer schlecht, wenn der rundherum um die Welt fahren tut. Von daher. So, jetzt sehe ich mich schon hier unten. Das ist ja richtig nice. So, jetzt muss ich nochmal schnell ein bisschen hier klick, 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 klick machen und dann denke ich mal, bin ich dann voll dabei. So. Tja. Es dauert und dauert und dauert. Ja, wieder gegen Sua. Ja, das letzte Duell hatte ich ja diesmal gewonnen. Und jetzt denke ich mir mal, werde ich schlechte Karten haben. Ich klicke mal weiter. Ah, ja, ich hab's geschafft. Ja. Ja, das ist immer schön, wenn man die Gegner besiegen tut. Ja, immer das kleine Duell. Von daher, ja, und schon wieder bei ihm. Schon bin ich weg. Aber. Ich muss jetzt, es fällt mir jetzt richtig auf, dass es doch schon ein bisschen schwieriger wird. Oh, es wird doch wahrscheinlich eine ganz knappe Kiste werden. Ich hatte letztes Mal gesagt hier mit Dads Liebling, ja, der ist erst eigene Gilde, dann hat er gar keine Gilde, dann war der zum Journal. Und dann war er bei MC Kings. Letztendlich hat er sich doch rausgesucht, zu Domination zu gehen. Weil die wahrscheinlich doch den besseren Bonus haben. Aber naja, gut, ihm bringt zwar was bisschen Erfahrung, dass er jetzt nicht ganz so wenig bekommt, aber trotzdem, das ist sowas. Normalerweise würde man jetzt sagen, das sind das Gildenhopper. Aber naja, gut. Gut, ich habe auch jetzt am Anfang die Gilde gewechselt, jetzt zweimal, beziehungsweise ich hatte mal eine und dann bin ich zur nächsten gegangen. Aber naja, gut. Jeder das seine, ja, ich will jetzt hier niemanden verurteilen oder sowas. Und Domination kommt zum Schluss und wir haben jetzt noch ein paar Leute da, also wird das definitiv für uns werden. Und sie haben auch den brutalen, siehst du, habe ich total vergessen, der brutale Steff ist ja auch von den 50 Pilzchen hingekommen zu dem Domination. Und ich sage mal, das ist ja richtig nice, das ist richtig nice, deswegen ist es jetzt auch ein bisschen spannender geworden.
Mit den ganzen Kämpfen und so. Also wird es aber trotzdem, auch wenn die Domination noch die besseren Leute mit haben, ja, die ganz oben stehen, aber trotzdem sind wir momentan, jetzt sehe ich es gerade das mehr richtig, das wird ja doch eine richtig bisschen knappe Kiste. Aber nee, das wird nicht. Also wir, ja, wir gewinnen definitiv. Auch wenn's, wenn wir jetzt noch zwei Leute haben, die nicht rangekommen sind, wären die anderen Leute da gewesen, dann beziehungsweise richtig gemeldet, dann wäre es wahrscheinlich doch ein bisschen spannender geworden. Aber so, Leute, hat Fast Forward wieder geschafft. Sind wir, also wir bleiben jetzt erstmal die Nummer 1 hier auf den Rang und können jetzt richtig erstmal weiter ausbauen. Ja. So, ihr seht ja erstmal den Unterschied, dass wir ungefähr fast 300 R haben, ja, wie Domination. Und somit jetzt wirklich die beste Gilde sind momentan noch. Aber es kann sich ja alles noch die nächsten paar Wochen ändern, ne? So, Leute, das war der Kampf, den wir ersehnt bzw. erhofft haben. War wieder spannend, also ich wusste, ich dachte es mir schon, dass wir gewinnen, aber man weiß ja nie, ne? So, das war's jetzt nur von mir. Ich wünsche euch noch alles Gute, schönen Abend euch und bis dahin, tschüdelidu, euer Pfarrer.